Und ich prophezeie über euch, es werden neue Erschütterungen über Calderon und Manami kommen. Aber weil eure Gemeinde auf dem Fels gebaut ist, wird die Erschütterung euch nicht zerstören. Sondern viele werden kommen und auf den Fels Zuflucht suchen. Und ihr werdet euch ausdehnen und ihr werdet Heilung bringen und Schutz sein für viele. Und so segne ich euch im Namen Jesu. Was für ein Vorrecht, dass das jetzt gerade passiert. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich erkläre, dass jetzt die Gemeinde der Transformation gegründet wird. Ich erkläre, dass sie gegründet wird im Himmel und hier auf der Erde. Und ich erkläre über euch, dass ihr die Schlüssel Davids empfangt, aufzuschließen und zuzuschließen. Und dass das Salböl des Heiligen Geistes hindurchfließt. Und ich sehe, wie es hindurchfließt und in alle Bereiche hineinfließt, um Menschen zu heilen und die Stadt und Nation zu heilen. Und ich sehe, wie das jüdische Erbe, das der Herr euch gegeben hat, wie der Geist des Zions eine Salbung hat, eine Autorität. Und es wird sich multiplizieren, wie Wellen wird es hineingehen in das Land. Und wir erklären euch zur Transformation Gemeinde in Nimbe und in Asunción. Im Namen Jesus. Amen.